So, wieder hallo, das ist ja, es sind leichte Wörter, die auch schon Probleme machen können. Ich werde alt, Leute. Willkommen zu einem wunderbaren neuen BeamNG Drive Video. Es ist ein neues Update gedroppt. Version 0.3.0 ist rausgekommen und das heißt natürlich auch wieder neue Inhalte. Einerseits wurde eine wunderbare Map erweitert, dazu aber in einem anderen Video weiter. Aber es gibt auch ein neues Fahrzeug, nämlich das Fahrzeug, was wir vor uns haben. Nämlich der, wenn wir kurz gucken, Hiroshi Aurata, ein UTV, ATV, was auch immer man sehen will. So ein bisschen Offroad-Buggy-mäßig. Und in der Fahrzeugkategorie haben wir auch, ja, im BeamNG Drive noch nichts. Und ich bin sehr froh, dass wir es reinbekommen haben. Ich bin selber in Spielen sonst immer nicht der größte Fan von Buggys und so. Das wisst ihr vielleicht. Ich habe da vielleicht mittlerweile mitbekommen, dass ich Buggys in Rennspielen grundsätzlich eigentlich scheiße finde. Aber ich sag mal, ein UTV ist ja auch noch ein bisschen was anderes. Und in echt sind die Dinger auch ziemlich cool. Muss man sagen, das sind schon absolute Spaßbringer. Und ich freue mich sehr, dass wir diese Fahrzeugkategorie jetzt hier auch mit diesem Fahrzeug ja im BeamNG Drive haben. Und die wir natürlich auch gleich Offroad testen werden. Ja, das Fahrzeug kommt natürlich auch wieder mehrere Varianten, die wir uns natürlich anschauen werden. Und ihr seht natürlich, ich weiß gar nicht, ob man hier irgendwas aufmachen kann. Können wir die Tür öffnen? Die Tür können wir öffnen. Oder Türen haben wir sogar. Ja, das geht sogar. Jetzt gucken wir mal ganz kurz, ob hier noch irgendwas geht. Ne, das war's. Mehr können wir nicht machen. Türen und dann ist auch schon Feierabend. Deswegen gucken wir uns mal ganz kurz im Innenraum. Digitaler Tacho hier am Start. Natürlich der ganze Innenraum so gestaltet, dass man ja sehr viel Offroad fahren kann, das Fahrzeug nass werden kann und und. Und der Innenraum leicht zu reinigen ist. Deswegen natürlich alles Plastikgummi oder. Und dann meist auch alles wasserfest, dass man das einfach schön im Motorreiniger einmal durchspülen kann und dass hier keinen Stress gibt. Fahrrad, ihr seht nochmal so eine schöne Festhaltestange. Oder im Unfall eine wunderbare Stange, um sich den Kiefer zu brechen. Es ist wirklich fabelhaft. Und das war es dann auch so. Das ist die Base-Variante, wo wir, ich guck mal gerade kurz dabei, ob da BeamNG irgendwas Wichtiges noch dazu geschrieben hat, weil wir wollen natürlich hier alle Infos, die wir kriegen können. Ihr seht, wir haben ein paar Varianten. As basic as it gets. Dankeschön, das bringt es auf den Punkt, da brauche ich ja gar nicht groß drüber grübeln, was dieses Fahrzeug noch so kann. Wir können natürlich einerseits, ja, niedrige Gänge, also, ihr wisst, Low und High Range Gänge, Offroad, bla bla bla. Dann können wir das Differential entsperren und wir können auch hier das auch nochmal machen. Also bei den ganzen Offroad-Terms bin ich vollkommen raus. Wir ballern damit einfach und wenn wir irgendwo stecken bleiben, mache ich eins davon an und aus und pipapo. Ich bin im Offroad-Game halt überhaupt nicht drin, habe gar keinen Plan, was ich da tue. Gut, ich würde sagen, wir fahren einfach mal ein bisschen. Ich habe mir Jutta ausgesucht, weil wir hier ein bisschen Offroad haben. Und natürlich wollen wir mit diesem KZ. Ja, der ist schon. Mit diesem KZ natürlich. Offroad ballern, weil dafür ist dieses Fahrzeug natürlich gedacht. Er dürfte auch nicht viel Topspeed haben, vermute ich. Ich denke mal, da wird jetzt nicht viel gehen. Ja, wir haben nämlich einen wunderbaren Dreizylinder-Motor drin. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt hier schon Turbo geladen ist. Bei Online steht nämlich mit Aftermarket and Factory Turbocharged Variants. Okay, da wird es natürlich eine Sauger-Variante geben. Da haben wir einfach nur Dreizylinder-Power hier drin. Ihr seht, da geht nicht so viel, aber man ist ja auch damit bedacht, Offroad zu fahren. Dementsprechend stürze ich mich direkt mal in den Tod und sag mir Sayonara. So, gut, aber Seitenverkleidung fällt schon mal ab, das ist schon mal schön. Aber bisher ist es erstaunlich wenig passiert. Ich meine, es ist auch nicht viel Fahrzeug. Das ist eigentlich sehr viel Käfig eigentlich nur mit ein bisschen Plastik drumherum. Das, ich glaube, Luftverlust vorne links im Reifen. Gut, da sind wir auch böse aufgekommen. Ich glaube, Luftverlust vorne links im Reifen ist nicht das kleinste Problem, weil ich sehe nämlich, dass unsere Achsgeometrie gerade komplett im Sack ist. Gut, das reparieren wir mal ganz kurz. So. Aber rein theoretisch sollte man mit diesem Fahrzeug recht gut überall langkommen. Also klar, ist jetzt immer noch kein Rally-Raid-Fahrzeug, aber wir sollten ein paar mehr Möglichkeiten und Possibilities haben. Und Überschläge dürften auch nicht, wie gesagt, so sehr direkt negativ kommen. Oh, hier sind Felsen. Wir rutschen mal runter. Dötzen da mal gegen. Kommen wir hier wieder hoch. Irgendwie nicht. Ja, jetzt rutschen wir so und dann rutschen wir wieder vorwärts. Hier ein bisschen über die Steine, das geht auch wohl. Das kann er ab. Oh, okay. Ah. Ja, das ist nur die Verkleidung gewesen. Alles gut. Das sind die kleinen Dinge. Kommen wir hier runter? Mit genug Eiern mit Sicherheit. Wir müssen einfach nur genug Mut zeigen. Und hepp. Hat geklappt. Oh, okay. Kann das Fahrwerk so? Oh Gott, das ist ziemlich hart bouncen. Frontmaske komplett abgefallen. Aber das Fahrwerk ist Gott sei Dank so, dass es jederzeit meine dummen Überschläge abfangen kann. Das ist sehr praktisch. Mein dummer Fahrstil wird vom Fahrzeug ausgeglichen. Sowas brauche ich. Ich brauche ein Fahrzeug, das logisch mit... Oh. Vorne rechts, der Reifen ist jetzt auch sehr adaptiv vom Fahrverhalten. Der passt sich nicht nur nach oben an, sondern in alle Himmelsrichtungen, wie es gerade nötig ist. Es ist auch okay. Wir sehen auch vorne, da ist nicht viel... Ja, Funktion drunter, ne? Ihr seht, ne? Da hängt ein Wasserkühler, hängt hier die Aufhängung.
Und Motor sitzt ja dann, ihr seht, hier hinten. Direkt wunderschön. So, wir fahren heute nicht die Straßen, weil das wäre langweilig. Also wir fahren gleich nochmal die Straßen. Es gibt eine Asphaltvariante, die, wo sich das auch lohnen würde, dann das zu machen. Oh Gott. Ich übertreibe es, glaube ich, ein bisschen, ne? Ich meine, wir haben schön Unterfahrschutz, aber das bringt keinem was, wenn ich damit fahre, als wäre das Ding unzerstörbar. Deswegen fahren wir jetzt hier diese Klippe runter, weil das wird schon funktionieren, wartet. Warte, jetzt müsste ich ja das hier machen, dann haben wir Allrad, ne? Ah, ja, genau, das ist aber Heckantrieb, also Kardanwelle anlocken oder nicht. Sieht man, dass er das macht irgendwo? Ich weiß gar nicht, ob man das irgendwo erkennen kann. Ich meine, die Kardanwelle sitzt ja hier vorne. Ich weiß nicht, ob man das irgendwo am Fahrzeug erkennen kann, dass er das aktiv macht. Weiß ich gar nicht, aber wir bleiben mal im Allrad-Modus, das klingt ganz gut hier. So, dann gucken wir mal, ob das Fahrzeug so aushält. Weil dafür ist ja gedacht. Genau dafür. Nur von Klippen stürzen. Ey, UTVs sind grundsätzlich dafür bekannt. Alter. Ich glaube, das ist sogar echt verhältnismäßig gut ausgegangen für das, was wir hier gerade angestellt haben. Ja, ich hab's gleich. Jetzt komm schon. Ja, wunderbar, schnell abgerissen. Mensch, ich bin extra zaghaft. Das reicht. Jetzt komm, kipp doch. Hallo. Warum kippt... Hä? Was ist jetzt mit seinem Kipppunkt hier los? Ich bleib, komm doch mal rüber. Ja, ja, danke. Mein Gott. Ey, selbst der Beifahrer hätte leichte Seitenschmerzen natürlich gehabt, aber erstaunlich viel gut gegangen. Gut, wir gehen jetzt mal direkt in die Sportvariante, weil wir wollen ja ein bisschen mehr Leistung. Wir wollen ja ein bisschen Kasala haben. Wir wollen ja ein bisschen vorangehen hier mit diesem Kfz. Deswegen gehen wir in die Sportvariante. Fitted with Bumper Guards, Rock Sliders, Windshields, Roofs and Spare Tire. Ui. Und dann haben wir noch die Sportvariante. Ey, Turbocharge-Variante. Wir nehmen auch mal die Sport-Variante. Erstmal mal sanft hier, mal ganz langsam rein. Oh, und wir haben ein schickes Fähnchen. Ja, man merkt, ich bin... Die wichtigen Sachen begeistern mich. Ja, das ist ein bisschen fancyere Lackierung. Ja, das sieht doch mal ganz gut aus. So, wir haben immer noch kein Turbolader da. Ich gehe jetzt aber direkt mal schon auf den Allrad-Modus, weil... Das kann nicht schaden. Einmal hier durchs Buschwerk durch. Wunderschön. So. Ja, das schaffen wir locker. Wunderbar. Das geht doch. Top, top, top. So, das ist jetzt eher der Bereich, wo der Wagen wirklich gibt. Das ist jetzt gerade die ganze Gemahl, den Wagen konsequent über Klippen zu schmeißen. Hat nicht viel dazu zu tun, was ein UTV für gedacht ist. Ich wüsste auch nicht, wer ein Fahrzeug entwickelt. So, ja, wir haben ein Fahrzeug entwickelt und der Funktionszweck dieses Fahrzeugs ist von Klippen fallen. Da ist eine riesig große Zielgruppe, die man damit abgrast. Sehr viele Leute denken sich manchmal so, wie jetzt einfach jetzt mal von der Klippe fallen. Und dafür haben wir unser Fahrzeug geschaffen und es kommt sehr gut bei der Zielgruppe, der von der Klippenfalle ab... Ich hänge auf dem Busch fest. Ja, hier kommen wir doch locker hoch, komm, das geht doch wohl, das geht doch wohl, komm. Mal ein bisschen zeigen, was du kannst. Ich glaube, wir haben uns festgefahren, aber wenn ich jetzt Low Range mache und noch Differential locke, passiert noch weniger. Das ist ja Wahnsinn, was? Ich will aber hier hochkommen. Ja, guck mal an hier. Ja, wunderschön. So muss es. Tipptopp. So, hier müssen wir ja hochkommen mit dem Ding. Komm, hoppa. Yes. Ach, das war wirklich schon gut. Das macht, was es soll. Es macht, was es soll. Und dann geht's auch hier wieder schön runter. Ich weiß nicht, warum ich mit dem Fahrzeug heute konsequent das Bedürfnis habe, komplett zu übertreiben in Situationen. So, ich teste diesen Wagen überhaupt nicht richtig. Nichts hier vorne zeigt mir, wie der Wagen funktioniert. Ich zerlege den Wagen einfach nur auf eine andere Art und Weise alle 2 Sekunden. Junge, Junge, wir haben ein Gummibärchen heute. Heilige. Ja, ist doch gut jetzt. Ja, Fahrweg ist ein bisschen krumm, aber ich vermute, wenn ich die scheiß Schweller nicht immer abreißen würde, sondern mal am Rahmen packe. Ja, ist die Aufhängung vorne, glaube ich, ein bisschen im Sack. Aber dafür... Ja, okay, er lenkt nicht mehr. Vergessen wir das. Ich wollte gerade sagen, mein Gott, lenkt er sich noch gut, aber es ist totaler Bullshit. Da lenkt sich überhaupt nichts mehr gut. Komm, durch hier. So, aber hier kommen wir doch hoch, oder? Hier kommen wir doch. Okay, warte mal. Ja, komm, komm, komm. Oh, guck mal hier. Gelocktes Differential. Bisschen mit Drehmoment und dann geht das hier schon, guck mal, wie das Ding hier von vorne marschiert. Du kommst mit dem schon sehr geile Steigung hoch. Das fährt sich erstaunlich gut. Gut, jetzt sind wir hier oben, das bringt mir gar nichts, weil hier nichts ist. Aber wir könnten, kommen wir da irgendwie auf die Autobahn drauf? Okay, alles gut. Nein, noch nicht alles gut. Gleich, ja, gleich geht's weiter. Wir haben uns gleich wieder. Oh.
Ja, alles gut. Top, top, top. Ja, wunderbar. Okay. Ja. Ich glaube, Aufhängen hat es überlebt. Wunderbar. Ich glaube, eine Seitenverkleidung abgefallen, aber ich bin auch ehrlich, Schwellerverkleidung bei dem Auto von dem Zweck ist halt auch wirklich ein kompletter Quatsch. Warte, wir fahren jetzt den Berg hier hoch und jumpen auf die Autobahn. Warte ab. Oh, hoppa. Ich habe dafür zwar einen meiner Reifen geopfert, aber das war es wert. Das war absolut wert. Wir sind auf die Autobahn gekommen. Ey, man kommt schon ziemlich. Jetzt nehmen wir mal die Turbo-Variante. Das dürfte ja dann nur noch besser werden. Wir haben die und die Wild-Variante. Turbocharged Mud Tires und Stronger Roll Cage. Turbocharged Model with Stronger Roll Cage und Larger Tire. Wir nehmen erstmal das hier. Wir nehmen erstmal die Variante. Schön Allrad an. Oh, das sieht aber direkt sehr fancy aus. Das sieht aber schon sehr fancy aus. Oh ja, jetzt haben wir. Oh ja, oh, jetzt haben wir Leistung. Ich glaube, wir haben immer noch keinen Topspeed, wissen wir nicht. Wir hören aber, dass wir große, laute Offroad-Reifen haben, weil die scheiße laut sind. Obwohl 140 Meter des Karres schon in Ordnung, weil ich meine, ihr seht, wie weich das Fahrwerk ist, ne? Dementsprechend ist das schon okay. Aber man kann hier noch einfach mal Lane-Changes machen. Leuten mal kurz seinen Reifen in den Kotflügel smashen, wie sich das halt so gehört. Mal ein paar coole Jumps à la Tony Hawk machen. Oh Gott! Oh Gott! Das Gute ist von dem Fahrwerk, wir haben so richtig viele Gummibären-Momente, Alter, wo die Karre einfach macht, was sie will. Hopp, das war schon wieder die hintere linke Felge. Ich habe irgendwie ein Bedürfnis damit. Jo, gleich haben wir es. Wie so eine Schildkröte. Ja, jetzt stehen wir. Okay, super, danke. Ich kann hier mit viel zu viel Bullshit bauen. Ich lieb's, ich find's gut. Ey, ein schlimmer Überschlag nach dem nächsten. Das ist nicht okay, die Folge heute. Falls euch interessiert, wie der Wagen fährt, ich habe auch keine Ahnung. Ich bin konsequent dabei, den Wagen nur in seine Einzelteile zu legen. Davon hat er nicht viele, aber die fliegen reihenweise rum. Oh, der Fluss hat aber viel Strömung gehabt. Komme ich da drüben hoch? Ja, nee, komme ich nicht. Also wir wollen ja auch noch immer noch realistisch bleiben. Fahren wir mal rüber. Wow! War da ein Felsen oder was? Anscheinend. Aber da. Gleich haben wir's. Die Turbocharge-Variante ist schon geil, weil die hat auch wirklich so viel Dampf, dass du halt einfach nur noch Scheiß damit bauen kannst. Das ist genau die richtige Menge an Bullshit, die ich brauche. Komplettes Quatschfahrzeug. Optimal, genau mein Ding. Oh, da geht sogar ein bisschen was Topspeed-mäßig. Guck mal hier. Oh! Oh! Sorry! Eieiei, der Karen hat mal schön die Hinterachse begradigt. Oh, fuck. Bisschen gestanzt steht dem Ding aber auch ein bisschen, muss ich sagen. So ein bisschen Sturz in der Vorderachse. Sehe ich schon. Oh, Alter. Pff. Und hinten krumm. Wir haben kein ABS, ne? Vermute ich mal. Ne, haben wir nicht. ABS haben wir nicht. Das blockiert direkt wunderhübsch. Das mit dem Fahrwerk ist schon geil. Das haben sie schon ganz echt gut simuliert, das muss man sagen. Es fährt sich schon sehr glaubwürdig. Nachteil von offenstehenden Reifen ist, man nimmt alles mit, was nicht bei 3 auf dem Baum ist und reißt sich direkt alles raus. Ist die ganze Zeit nur so. Auto da, Felsen hier, Objekt da. Alles gut. Hier wollte ich hin. Ich wollte euch mal kurz zeigen, wie geil der Offroad kann. Wartet. Hier durch, wunderschön. Ja, ich springe mal runter, das müsste ja gehen, ne? Ja, geht. Wunderbar, danke, Baum. Hier durch. Ich habe keine Ahnung, wo wir langfahren. Ich sag, wie das ist. Ich weiß nicht, wo wir sind. Hier ist auf jeden Fall irgendeine Klippe, wo ich nicht runter möchte. Ja, aber gleich hier unfreiwillig runter werde. Nee. Wir fangen uns. Ich fahre hier wieder hoch. Ich fahre hier wieder entspannt hoch. Aber da können wir hier schön hoch, wunderbar. Irgendwo hier hinten ist hier auch wieder eine Straße, wenn ich so finde. Hier auch mal ein bisschen mal drüber jumpen, das kann das Fahrwerk nämlich. Na, da ist irgendwie die Kiste sehr nose-heavy, also bei Sprüngen fängt sie sehr an, schnell mit der Fresse zuerst zu landen. Gut, dass den Sprung schaffen war.
Ja, wenn ich ihn richtig genommen hätte, wäre das auf jeden Fall eine sicherere Nummer gewesen. Ui! Ich bin ein bisschen motiviert, aber ist alles gut gegangen. Alles gut, so soll das. Genauso muss das. Vollgas. Das macht aber schon Bock. Fährt sich gut die Kiste, muss ich sagen. Das macht Laune. Okay, wir fahren geradeaus weiter. Fahren einfach hier runter, was soll passieren? Na, nicht viel. So, das hat er jetzt auch mal geschafft. Das war auch so ein Sprung, der realistisch war. Und nicht, guck mal, was passiert, wenn wir den Mount Everest runterwerfen. Wie scheiße das Fahrwerk ist, das haben wir ja überhaupt nicht mit. Lächerlich. Wir kaufen sowas. Okay. Vielleicht ein bisschen zu viel ist gut. Ich hab's verstanden. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube, hinten rechts den Reifen, den ziehen wir nicht richtig an. Ich habe da so ein Gefühl, dass wir hinten rechts den Reifen irgendwie ein bisschen vernachlässigen. Also bisher fliegt mir nur der ab. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube, ich nehme da nicht das richtige vorgeschriebene Drehmoment. Ich hab da so ein Gefühl. Gut, Junior. Tame the Waste Tune for Younger Waste. Das ist Bullshit, brauchen wir nicht. Wir nehmen die Waste-Variante direkt mal, oder? Wir nehmen die Waste-Variante und dann noch die Custom Asphalt-Variante. Okay. Gehen wir mal auf Allrad. Wir bleiben auf Heckantriebmodus. Das ist aber jetzt die Rennvariante. Ich vermute, wir haben jetzt noch ein bisschen mehr Bums. Ja, haben wir. Alter, fahr weiter. Ja, wir haben Leistung. Leistung ist vorhanden. Leistung. Fuck, ist im Kessel. Joppa. Ah, Spur ist schon verstellt, egal. Warte mal, auf Asphalt können wir das wirklich ausmachen. Da kann man damit mehr Scheiße bauen. Moin moin. Schönen kleinen Donut. Okay, noch einen. Einfach, weil ich es anders nicht kontrolliert bekomme. Yes, sir. Oh ja, die Rennvariante gefällt mir gut. Die scheiße lauter sie gefällt mir sehr gut. Das macht Böcke. Ja, ich wollte hier runter, weil die Aussicht ist hier schön. Ich finde es sehr schön, wie das Fähnchen mitarbeitet. Das Fähnchen kriegt eine 10 von 10. Das ist ein schönes Design, Detail an den Fahrzeugen. Finde ich gut. Wir brauchen mehr Fähnchen an BMG-Fahrzeugen. Oh Gott. Wir brauchen mehr Momente, wo ich nicht anfange, das Ding quer über die Wallerei zu scheppern. Hier ist ein Weg. Wir fahren den Weg lang. Mal hier rüber. Einmal vorbei. Dankeschön. Alter, das Ding hat richtig Schub. Das ist in Kombination mit dem Fahrwerk. Ist eine ganz schön wilde Kombination. Vor allem, wenn man den dann auf Heckantrieb mal fährt. Oh, das macht aber Bock. Das ist geil. Nein, nicht schon wieder. Ah, Mann, Alter. Ich treffe immer irgendwelche Objekte. Aber ich glaube, es ist alles gut gegangen. Okay, weiter geht's. Nein, mein Fähnchen. Ah, unser Fähnchen ist abgefallen. Das liegt daran, weil unser Seitenteil auch abgefallen ist. Schade. Yes, komm. Boah, das bockt schon hart. Ja, alles gut, weiter geht's. Oh, man sieht richtig schön den Abdruck von meinem Reifen. Der hat gut gesessen. Schöner Reifenabdruck, Klassiker, das muss so. So, komm. Vollgas. Leichter Drift hier. Das Ding lässt sich sehr gut kontrollieren, bin ich fairerweise ehrlich. Hier hoch. Hoppala. Ui, bisschen enger. Gas. Das macht gerade richtig Laune. Die Rennvariante fährt sich echt sehr geil. Eieiei. Gut, da kommt der eine Sprung auf die andere Strecke. Straßenseite nehmen wir mit. Den nehmen wir mit, den schaffen wir. Komm. Gib ihm. Wir schaffen es sogar locker flockig. Bam, Junge. Easy. So muss das. Oh, nepper.
Gut, er ist ein bisschen sehr side-heavy. Alles gut. Ah. Ah, da ist hinten unser Dämpfer, hinten unser Aufhänger hat eingeknackt. Da hat leider... Der Sprung war ein bisschen zu einseitig. Ja, 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 ja. Da, das fand unser Aufhängerkind ein bisschen ungeil. Kann ich verstehen. Die Aufhänger funktioniert leider nur so lange gut, wie lange sie halt nicht einseitig aufs Maul bekommt. Weil die Last schön verteilen kann. Echt? Luftverlust im Reifen hinten links? Sicher? Ja, weiß ich nicht. Da komme ich doch hoch, oder? Warte mal. Das schaffen wir doch, da sehe ich mich doch, komm. Da kommen wir doch weiter hoch, warte mal. Warte mal, jetzt müssen wir noch low und einmal sperren. Erstmal Allrad anmachen und jetzt sperren. Ja, jetzt müssten wir mehr als genug die Power dafür haben. Und dieser scheiß Busch, ne, den ich hier die ganze Zeit besteige. Eieiei, komm, 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 komm. Nein, 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 nicht weiter runter. Scheiß auf die Tür, die brauchen wir nicht. Jetzt hänge ich hier ganz auf halb acht. Okay, Versuch Nummer zwei. Ah! Okay, wir fangen nochmal ganz von vorne an. Okay. So, nochmal. So, hier hoch, komm. Ja, 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 jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber, yes, 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 yes. Nein, 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 oh Gott, oh, 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 mein Dach, ich hab grad mein Dach verloren. Ich glaube, das ist nicht so gut, warte, wir nehmen jetzt mal, also unsere imaginäre Seilwinde. Ah, komm. Ja, wir sind auch wieder auf allen Vieren. So, jetzt langsam anfahren. Yes, wunderbar. Unser Dach ist noch dran. Das hängt auf jeden Fall noch an einer Schweißnähe. Der hängt es anscheinend noch an einem Schweißpunkt. Also höher geht es leider nicht mehr, ne? Höher geht es leider nicht mehr. Gut, dann nehmen wir mal das erstmal wieder raus. Zerlegen die Bude noch einmal. Und dann gehen wir mal auf die Straßenvariante, die wir noch haben. Here we go. Einmal runter hier. Wunderhübsch. Oh, Junge, da war jetzt mal richtig Schwung hinter. Da war mal richtig Schwung hinter. Ja, wir sind noch nicht fertig. Wir sind noch nicht unten angekommen anscheinend. Nee, nee, da geht noch ein bisschen was. Jetzt haben wir es geschafft. Ja, jetzt haben wir es geschafft. Okay, gut, da porte ich mich mal hoch wieder auf die Straße. Upp, das ist die Straße. Danke. Und nehmen wir die letzte Variante, die wir noch haben, die natürlich ein bisschen aus der Reihe tanzt, vom Setting her, wo sie eingesetzt wird. Nämlich hier letztens die Custom Asphalt Variante. RWD, Deconversion, Street Callover, Slick Tire und Big O. Jetzt bin ich mal gespannt. Wir haben Heckantrieb, sehr viel Dynamik und Slick Reifen. Das könnte jetzt wild werden. Oh, und weiterhin kein ABS, das ist mein Todesurteil. Ohne ABS bin ich am Arsch. Das ist einfach ein Go-Kart auf Crack, Alter. Das mehr ist das nicht. Das ist einfach ein Go-Kart mit einer ganz ungesunden Menge Drogen im Blut. Ja, das ist einfach ein Fuck. Das ist einfach ein Go-Kart auf Crack. Mehr ist das nicht. Das ist die perfekte Beschreibung dafür. Oh Gott. Ja. Nein, 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 nein. Ich wollte eh wieder dahin, wo wir angefangen haben. Oh, Junge! Das Gute ist, wir haben halt wirklich viel Bügel. Das muss man dem Fahrzeug wirklich positiv anrechnen. Es ist sehr sicher. Es ist ein sehr sicheres Kfz. Wo sind wir? Da hinten sind wir. Wir gehen mal hier zur Tankstelle. So, Quick Travel. Aber es ist ein sehr sicheres Kfz durch den Bügel. Das Fahrwerk ist auf jeden Fall härter eingestellt. Merkst du, dass andere Dämpfer drin sind? Du kannst richtig schön auf drei Reifen in Engkurven. Oh, da geht sogar ein bisschen was. Eieieiei, ohne ABS ist das Ding schon richtig zickig auf der Bremse. Ja, wunderbar. Aufhängen gebrochen. Ich liebe es.
Na komm, was geht so? Komm, 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 zieh. Boah, fünf Sachen in der Bude ist aber schwer, aber wie gesagt, wenn ich Anker, passiert das hier. Ich kann mir richtig schön die Reifen schroten. Und wenn ich währenddessen denke, passiert das hier. Oh, ja. Dann haben wir nicht komplett. Aua, Kontrollverlust. So, weiter geht's. Obwohl, die Bergstraße wäre besser gewesen. Wir fahren die Bergstraße hoch. Schön Burnout. Schönen Donut, weil anders geht's gerade nicht. Und weiter. Irgendwann schaffe ich es auch, dass ich mich nicht eindrehe, aber der Moment wird dauern. Yes, komm. Ja, in Kurven ist Fahrwerk so hart, dass das Ding halt wirklich auf drei Reifen geht. Also er hebt wirklich vorne links oder vorne rechts das Beinchen beim Einlenken. Ja, für so Bergsachen ist ja perfekt. Oh, komm schon, komm schon, komm schon. Nein! Oh, Alter, eine aufhängende Hahn angebrochen hier. Jetzt kommt der Turbo-Punch nicht früh genug, heißt die Kritik ist nicht rumgeworfen. Jetzt. Ah, sehr guter Karma. Schon sehr wilder Ritt. Also natürlich bevorzuge ich die anderen Varianten, weil die natürlich mehr Funktion haben als das Ding hier. Das ist einfach, wie gesagt, kurz mal geguckt, was so geht, wenn man das Ding mal kurz unter Drogen setzt. Oder will man nice to have. Aber die Race-Offroad-Variante ist schon sehr gut. Die gefällt mir schon wirklich sehr, sehr gut. Die macht richtig Böcke. Wenn das Ding einfach 200 rennt, ne? Also, Betonung lag auf 200 Rante. Und dass du bis auf den Bügel alles wegfetzen kannst, das ist auch ganz schön. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne noch einen Daumen nach oben, da würde ich mich selber freuen. Wir sind in der nächsten Folge bei BNG Dorf wieder. Wie gesagt, wir haben noch ein, zwei weitere Videos, die zu diesem Update auf jeden Fall kommen werden. Wenn ihr darauf Bock habt, schaut doch gerne wieder rein. Ich werde mit raus, bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö. Clear out the room, I'm coming through. They wanna see what I'm about. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, extra, read about it. I'm today's trying to tap it. I put commas over bullshit. Yeah, I put that on mamas. They trying to black on my blessings. They thought I lost a stepping. I bet on me and my team.